So, let's go, ich mache jetzt Nightfall Solo. Ja, scheiße. Ich bin halt gerade online gekommen. So, das Schlimme ist, beim Nightfall Solo hier diese Woche, die erste Phase ist schlimm. Die erste Phase ist. Ja, genau, die Akolyten haben nämlich leere Schaden. Die ballern dich mit leere schnell down. Ich weiß gar nicht, ob mein. Gut, die erste Phase, da kannst du zum Glück noch sterben. Das ist nicht so schlimm. Schlimme sind halt die. Ja, ich weiß, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Läuft bei dir. Alter, mehr. Komm, du Scheißritter. Na, wo ist der andere Ritter? Oh, ich hab nur noch einen Schuss im Ernst. Reload! Oh mein Gott! So. Weil dieser Bereich hier muss vollkommen leer sein, damit man gleich, wenn die Hexen später kommen, schön ein bisschen Platz hat zum Chillen. Weil dann kann man sich hier hinter verstecken. Bis mit einer Bubble oder so und dann in Ruhe die Hexen, die da hinkommen werden, abknallen. Ansonsten bist du down. Weil die Hexen, die machen einen schnell down, wenn man Solo machen will. Wir müssen da durch. Ich versuche das Tor zu öffnen. So. Am Anfang kommen erstmal. Von da oben und von da vorne kommen Wellen mit Leibeigenen und danach Sprengern. Ach, da sind sie ja schon, die gehen über links, oder warum? Ah, da sind sie. Das Blöde sind gleich die Ritter. Boom. Ja, einfach mit Galahorn zunjucken. Oh mein Gott, geht mal weg von mir. Ah, kein Monsterschaden. Ja, da sind sie down. So, jetzt noch die Ritter, die nervig sind. Lol, ich hab mit nur noch 4 Schuss. Was ist denn drin? Ah, oh, Jongleur ist drin. Oh nein. Alles klar, 3 Headshots geben. Ja, Worms, ich mach heute Solo. Hi. Komm, 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 komm. Ah, ich brauche Munition mit der. Sollten eigentlich nur die zwei gelben Dolch jetzt gekillt haben. Ja, das sind nur die normalen, ne? Ja. Aber die tun auch weh, wenn sie treffen. So, jetzt kommt die komplette Runde nur mit Akolyten in der ersten Phase und danach mit einer. Ich glaube, 2 Hexen und 2 Rittern. Hallo Eispirat. Mache ich diese Woche Eisenbanner? Ja, aber wahrscheinlich nur am Ende der Woche. Weil ich Anfang der Woche kaum bis gar keine Zeit habe. Deswegen. Bei den Akolyten aufpassen. Die tun nämlich verdammt weh, weil die leere Schaden haben. So, jetzt sollten oben, ja, Hexe und Ritter und alles spawnen, richtig. Boom. Mal am besten mal so, damit das schnell geht. Ne? Guck schon, ist alles leer. Ah, oh, da ist wahrscheinlich noch ein Ritter irgendwo. Ja. Oh, da ist noch einer. Ja, das ist ein Akolyt. Da, Akolyt. Schnell Muni holen. Und abhauen. So, den Ritter auch noch, der da hinten ist. Wo ist er? Da. Zum Glück nur ein roter Ritter. Der geht schnell down. Hallo Angel. Hallo krasser Typ. So, und jetzt kommt die miese Runde. Mal der ein bisschen aufpassen. Hier oben spawnen sind gleich Ritter.
Die kommen meistens oder manchmal nicht runter. Das ist mega ätzend. Und dann noch 8 Schuss. Das ist nicht so nett. Na, komm. Ritter sind die schon. Da hinten ist noch was. Und ja, da hinten kommen sie. Am besten mit Gala zunucken, sind direkt down. Guck, ohne Probleme, tschüss, arrivederci. 2 Gala habt ihr ja gesehen und tschüss. So, das war eigentlich schon die schwerste Phase. Müssen wir noch den Ritter killen. Den gelben am besten. Der down ist. Oh mein Gott, das war ein anderer Ritter. Okay, der tut nichts. War schon durch, perfekt. Wollen wir uns nicht von ihm schlagen lassen, einfach ignorieren, weil 3 von 3 sind durch. Hallo Cool Shady. Das Problem ist jetzt Primärmunition. Ja, machen wir ungefähr so. Sollten jetzt Munition gegeben haben. Ja, ist alles tot. Das war jetzt aber schnell. Eine Galla, ernsthaft? So viel Schaden? Du bist down. Ah, der Ritter ist noch da. Scheiße. Den kann man eigentlich ignorieren, also einfach durchlaufen. Aber wir wollen es ja sicher machen. Und durchkommen. Deswegen ignorieren wir den mal nicht und killen den einfach schnell. So, in der nächsten Phase kann man einfach durchlaufen. Weil da tun die Gegner nichts. Die kann man einfach ignorieren. Stream ich morgen Abend? Bestimmt. Ich weiß es aber nicht. Kann ich nicht sagen. Tut mir leid. Kann ich am Ende nachjoinen für den Loot? Nein. Ich möchte eine Runde Solo machen. Ich mache danach noch 1-2 Ründchen. Also wie gesagt, hier einfach durchlaufen. Schnell, schnell. Die Ritter, die da hinten sind, die 2, die jetzt kommen, die kann man eigentlich auch ignorieren. Sollte einfach nur schnell sein. So. Und schon ist man hier durch. So, bevor es losgeht, ziehe ich mal eine schnelle Galle. Also. Und jetzt ganz entspannt nach links gehen. Und die Gegner killen, aufpassen. Da sind unten sind Ritter, die übelst wehtun. So, hier die Bubble mal nutzen. Ja. Und da sind die Ritter. Die am besten abknallen, weil die tun weh. Dich wegmachen. Und dich wegmachen. Dich wegmachen, oben die blöden Sniper wegmachen, die Boomer da. Weil die machen auch netten Schaden. Und den will man eigentlich nicht ertragen. Na, die hauen immer ab, okay. Mit dem eigentlich nicht anlegen, der tut nämlich auch weh. Ansonsten da oben den 2-3, die da sind, wegmachen. Vielleicht den Sniper, der da. Noch ein gelber, okay. Meine Bubble ist auch weg, aber wir haben ja eine neue. Den da hinten snipen, der ist direkt tot. Nein, ist er nicht, aber mit 2 Schüssen. Genau. Und dann, wenn da hinten die Ritter weg sind, ja, die sollten alle weg sein. Bubble hier hin. Ich wechsle mal zur Vision der Konfluenz, das ist entspannter. Dann kann man auch schon loslegen. Ja, komm, machen wir direkt mal Schaden. Den auch noch down machen, vor der gleichen Nerv. Ja, und da ist der Dicke. So, ich habe jetzt keine Gala mehr für gleich, aber das sollte nicht so schlimm sein, weil der sollte hier hinkommen. Oder da möchte ich ihn haben. Kommt das erste Schiff. Ja, die Bubble steht ein bisschen blöd, das ist gerade ein bisschen ätzend. Ja, geht er noch da hinten, ne? Das war so klar. Ja, komm, jetzt ist die Bubble weg, jetzt geht er rüber. So, jetzt mal die Gegner vom Schiff killen. So. Da sind sie auch schon down. Vorwärts sollte ich mal dahin bewegen.
Bitte. Ja. Vielen Dank. Nein, du stehst falsch, Dicker. Dann machen wir es halt hier, ist auch egal. Ich wollte es eigentlich links machen, weil da kann er gar nicht auf einen schießen, wenn man mal nicht trifft, sondern da trifft er die ganze Zeit die Mauer. Aber das wollte ich eigentlich mal bei ihm machen, ihn ganz in Ruhe trappen. Ihr seht, man kann ihn ganz... Man hat Zeit, der macht nichts, bis er erstmal wieder auf einen schießt, bis er oben ist. Ja, und das kann man eigentlich die ganze Zeit machen. Eigentlich zwischendurch mal wieder gucken, ob da Gegner sind, aber sind keine. Ja, und dann einfach noch ein paar Mal draufballern und arrivederci, lieber Vogel. Ja, so legt ihr ganz schnell und ganz in Ruhe mit ein bisschen defensiv spielen den Dämmerungsstrike diese Woche. Ja. Also am besten einfach nur zwischen diesen zwei Steinen hier aufhalten, weil dann habt ihr auch ganz viel Schutz. Und wenn hier ein Geschirr steht, hier so am Stein, dann könnt ihr den die ganze Zeit hier so draufballern. Das hatte ich eigentlich schon, nur er wollte sich nicht bewegen. Also machen wir es hier. Das sollte kein Problem sein. Und unsere Welten vor diesem Übel. Ich 10 Minuten, 15 Minuten länger nicht. Es geht ganz schnell. Man muss nur wissen, wie es ungefähr geht, um was, wo, wann spawnt. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Gucken wir uns noch den Loot an. Ich hoffe, ich bekomme den vierten Reiter, weil das ist die einzige Waffe, die mir noch fehlt, wie ihr wisst. Und was bekommen wir? Glas. Ne, ein unüberwindbares Schädelfest. Schade. Wie lange haben wir ungefähr gebraucht? 11 Minuten noch, was steht da, ne? Ja, genau 11 Minuten haben wir gebraucht. Genau 11 Minuten. Danke fürs Zuschauen und tschüss.